Flug Zürich-Wien. Jetzt bin ich begost bald 70 und habe fast doppelt so viel Jahre auf dem Buckel wie der Mozart. Aber mein Fußabdruck auf dieser Welt ist nicht etwa nur doppelt so groß wie sein. Nein, er ist mindestens 100.000 Mal größer. Meinst du ökologisch? Ja, logisch. Licht und Schatten. Eine Szene in der Gartenbeiz. Au, endlich! Ich verdurste jetzt denn. Wo wollen wir alle sitzen? An die Sonne, schau dort, wer hat den Tisch frei? Oh nein, an der Sonne ist mir zu heiß. Schau dort unter dem Baum, gäb's noch einen Tisch am Schatten. Immer am Schatten. Wenn es mal ein bisschen schön ist, leg doch den Sonnenhut an. Der bringt mir gern nichts. Ich habe einfach zu heiß an der Sonne. Und darum verbrennt es mir auch. Mühsam mit dir. Schau, dort hat es einen Tisch mit einem Sonnenschirm. Gut, den nehmen wir. Du an der Sonne und ich am Schatten. Aber hopp, bevor er besetzt ist. Eine Weile später. Warum rutschst du eigentlich immer näher zu mir? Ich habe gemeint, du willst Schatten. Da hätte ich gerade auch fragen wollen. Warum rutschst du immer näher zu mir? Hast du doch auch die Sonne wollen? Ja, schon, aber langsam wird es mir eben gleich ein bisschen zu heiß. Siehst du? Hast ja gesagt. Aber du rutschst doch auch immer näher zu mir. Ja klar, ein bisschen Sonne ist schon gut, nur nicht zu viel. Eine Weile später. Grüezi, was darf ich bringen? Nur nicht verschrecken, sonst komme ich später. Nein, nein, ist schon gut. Zwei Süß machst du gern. Soll ich nicht einfach ein Glas mit zwei Röhrli bringen? Warum? Weil er so näher aufeinander klebt. Es hat sonst genug Stühle. Das wäre für beide lange. Nein, nein, ist perfekt. Bringen Sie ein Glas mit einem Röhrli. Das langt. Gell, du Schatz? Die Wirtin geht rein. Die beiden versinken wieder ineinander. Und der Langkuss von vorher geht weiter. Die eine Hälfte vom Kuss ist an der Sonne, die andere am Schatten. Aber wenn es noch lang so weitergeht, ist bald der ganze Kuss am Schatten. Zum Glück kommt jetzt die Wirtin mit zwei Gläser Süßmast, ohne Röhrli. Romantik ist zwar Romantik, aber Geschäft ist immer noch Geschäft. Und Licht und Schatten ist und bleibt nah beieinander. GmbH. Wo sie einander kennengelernt haben, sei alles von selbst gelaufen. Auftrieb haben sie einander gegeben, er und sie M. Und hoch oben am Liebeshimmel seien sie umeinander geschwebt, fast wie Chagall-Figuren. Tempi passati. Jetzt seien sie halt zusammen alt geworden und dürfen einander nur noch Gesellschaft leisten. Sie M und er. Eine Art Leistungsgesellschaft, gell, du Schatz? Oder eine GmbH, aber keine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Eine reine mit Bodenhaftung. GmbH, und klar, da heisst es schliesslich noch lange nicht, dass man den Land nicht mehr gern hat. Stimmt's etwa nicht, Schatz?